Leute, das könnte eins der kürzesten Das schaffst du nie Folgen der Welt werden. Was machen wir? Also ich glaube, der sitzt wirklich im Flugzeug. Ich glaube es auch. Er hat die Nummer selber nicht, aber... Möglicherweise habe ich sie jetzt. Guten Tag, mein Name ist Anja, also spreche ich mit Oliver Pocher. Die Leute sagen immer, Marc, erzähl mal einen Witz. Aber du fragst ja auch nicht einen Chirurg, ob er schnell mal jemand aufschneiden kann. Das alles macht mich krank. Leute, kennt ihr das auf so Partys? Klotüren, die sich nicht absperren lassen? Oder wie ich es nenne, die Angst pisst mit. Das Lachen des Klatschviehs kann das schwarze Loch in meinem Herzen schon lange nicht mehr füllen. Leute, deshalb die Frage, was hat ein Goldfisch und ein Laserstrahl gemeinsam? Sag es uns! Sag es uns! Immer dieselben ollen Kamellen. Es macht mich kaputt. Ich muss damit aufhören. Marc, 5 Uhr sind wir drauf, komm. Jetzt reiß dich zusammen, Mann! Liebe Comedy-Freunde der guten Unterhaltung, seid ihr alle gut drauf? Begrüßt mit mir jetzt hier unser heutiger Stargast, Ari aus Mattern! Hallo. Patzke. Schau mal, hier habe ich dein heutiges Stand-Up-Programm dabei. Ach, das ist doch toll. Ist da schon was vorgeschrieben? Ruf Oliver Pocher an. Das wollte ich schon immer mal machen. Kann ich ihn ja gleich fragen, was ihn so wahnsinnig verletzt hat. Ich dachte mir... Jede Scheidung bringt, glaube ich, schlechte Gefühle, was? Und wenn man den Mann sieht, ich habe das Gefühl, der braucht einfach mal jemand zum Reden. Da dachte ich mir, es wäre doch gut, wenn du ihn einfach mal anrufst und sagst, Olli, alter Comedy-Freund. So, ja. Wie geht's dir eigentlich? Wirklich? Ja. Hast du da Bock drauf? Also ich habe es vorher noch nicht versucht und vielleicht hat es auch einen Grund. Und deshalb ist sie heute hier, meine sehr verehrten Damen und Herren. 3 Stunden Zeit, um Oliver Pocher anzurufen. Unsere Ari aus Marzahn. Die Zeit läuft ab jetzt. Das kann ich dir sagen, ich bin ja ein sehr unordentlicher Mensch. Und heute Morgen habe ich mir gedacht, nicht mit mir. Ich bin nicht mehr Sklave meiner Unordnung. Auch wenn ich mein Handy, und das ist heute Morgen passiert, nicht finde, gehe ich trotzdem los. Als ich gehört habe, dass du dein Handy heute nicht dabei hast, dachte ich mir, oh Gott, das kann nicht wahr sein. Ja. Einmal in 10 Jahren lasse ich das Handy zu Hause. Und jetzt ausgerechnet. Das bedeutet, ich habe weder irgendwelche Freunde, die in irgendwelchen Agenturen oder wo auch immer in der Medienbranche tätig sind, kein Instagram. Ich habe nur die Handys von meinen Kollegen. Und das bringt nichts. Die gute Nachricht für euch ist, ihr seht ihr, dass Ari tatsächlich nicht wusste, was für eine Challenge sie bekommt, sonst hätte sie ihr Handy mitgenommen. Die schlechte Nachricht für dich. Ja. Wird schon schwierig. Wie viele Nummern kennst du denn meine auswendig? Meine eigene und das war's. Gib mir mal dein Handy. Nein. Doch. Jakob, wir brauchen dein Handy. Ich will nicht, dass die Ari mein Handy hat. Ich kann es noch gar nicht einschätzen, wie schwer das heute wird. Ich meine, auf der einen Seite, Oliver Pocher hat gerade nicht die beste Zeit in seinem Leben. Andererseits weiß er auch, das ist seine letzte Chance, bei den Öffentlich-Rechtlichen aufzutreten. Ich rufe jetzt mal meine Agentur an und frage, was mich das beruflich kostet. Hallo, hier ist Ariane Alter. Du kennst mich vielleicht aus tollen Formaten wie Das schaffst du nie. Ihr kennt euch ja alle in Köln. Wie erfolgsversprechend ist es, wenn ich das Management von Oliver Pocher anrufe? Hast du die Nummer von Oliver Pocher? Ist der dann, wie man hier in München sagt, grantlig? Sagt man? Dick. Grantig? Genau. Okay, alles klar. Gut, danke, tschüss. Sie meinte... Ich weiß nicht, wie der gerade reagiert zurzeit. Auf der einen Seite ist er vielleicht ein bisschen angefasst. Auf der anderen Seite möchte er auch zeigen, was er für ein umgänglicher Typ ist. Die Nummer von Amira Pocher gehabt. Aber so, wie es sich gerade darstellt, ist Amira Pocher die Letzte, die so einen Arschloch-Move macht und denen die Nummer weitergibt. Okay, also, was sagt man da jetzt? Guten Tag. Mein Name ist Ariane Alter. Ich wüsste es nicht. Funkformat, das schaffst du nie. Knapp 1 Million Follower, wir spielen gerade ein Spiel. Ich weiß nicht, ob das mit dem Management so eine gute Idee ist, weil wenn die Oliver Pocher erzählen, dass da irgendeine Verrückte ist, die ihn versucht anzurufen, dann wird es richtig schwer für Ari. Hi,
Guten Tag, mein Name ist Ariane Alter. Ich arbeite für Das schaffst du nie. Das ist ein Funkformat, ein YouTube-Kanal mit knapp 3 Millionen Follower. Wir spielen gerade ein Spiel, das ist Konzept sozusagen inklusive und beides darum, mit Oliver Pocher zu sprechen. Und da wollte ich fragen, ob das in den nächsten 3 Stunden möglich ist. Würde ich sagen, hallo? Ach, das ist schlecht. Okay, wie lange? Also, aber Sie müssen ja nicht sagen, wohin, aber na, das ist schlecht. Okay, na, ich bin optimistisch. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Leute, das könnte eins der kürzesten Das schaffst du nie Folgen der Welt werden. Also. Ich hab's gehört. Der. Gut, geh mal heim. So. Der Herr ist verantwortlich für mehr oder weniger den, ich sag mal, Großraum Oliver Pocher Management. Und da sagt er, nee, das wird in den nächsten 3 Stunden nichts, weil der sitzt im Flieger nach Übersee. Dann habe ich mir, na, dann habe ich ein bisschen gestockt, hat er gesagt. Er merkte, glaube ich, schon, die Alte klappt mir nicht. Okay. Der hat sich jetzt für eine Woche zurückgezogen in die USA, weil der hat 42 Tage Tour mit einem Programm, das noch nicht steht. Der ist jetzt gerade in Amerika und fliegt ja gerade rüber. Weil der noch nichts geschrieben hat für dieses Programm, wo 42 Tourtermine feststehen. Ari, du hast ein Problem. Ich habe ein richtiges Problem. Also, wir machen jetzt hier kurz mal Stopp und beratschlagen uns, wie es weitergeht. Fuck, was machen wir? Also, ich glaube, der sitzt wirklich im Flugzeug. Ich glaube es auch. So, weil der würde auch nicht so ein Fact droppen. Ja, ja. Also, wie gesagt, entweder wir switchen noch irgendwie auf irgendjemand. Amira Pocher. Oder wir machen hier einen Break und spielen dann weiter, wenn er in Amerika sitzt. Wir haben uns besprochen. Und selbst ich muss zugeben, es wäre jetzt ein bisschen unfair, dich verlieren zu lassen. Ja. Wir machen es jetzt so, die halbe Stunde, die du jetzt schon verpasst hast, die ziehen wir natürlich ab, aber wir führen diesen Dreh an einem anderen Tag weiter, wo du potenziell die Chance hast, Oliver Pocher ans Handy zu bekommen, okay? Und wisst ihr was? Ihr denkt euch jetzt, ey, das ist mega fair. Und ich denke mir, es hört nicht auf! Außerdem muss ich erstmal mein Handy finden. Leute, Frauen haben so keinen Bock auf Oliver Pocher, er könnte glatt wetten, das moderieren. Als es mal ganz schlecht lief bei Oliver Pocher, hat er sich sogar bei Das schaffst du nie beworben. Aber ich habe gesagt, ein blondes Arschloch reicht. Herzlich willkommen. Du bist ein erwachsener Mann, aber ja, ist wurscht. Ari, bevor es jetzt weitergeht mit den 2 Stunden 30, die noch übrig sind, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Oliver Pocher ist theoretisch erreichbar. Mhm. Die schlechte Nachricht ist das, was sein Manager geschrieben hat. Oliver wird sich morgen nicht im Flieger befinden. Seine privaten Termine morgen kenne ich allerdings nicht. Von einem Anruf bei mir möchte ich absehen, da Diskretion für die Zusammenarbeit mit unseren Künstlern eine Grundvoraussetzung ist. Ist mir scheißegal. Ruf ich nochmal an. Also das Einzige, was wir in dieser Pause gemacht haben, ist, dem Manager zu schreiben und er hat uns gesagt, wir sollen ihn nicht kontaktieren. Das Erste, was Ariane Alter macht, ist, den Manager kontaktieren. Die alte Spinne. Redakteur Jakob, der ihm die Mail geschrieben hat, verlässt gerade den Raum. Guten Tag, mein Name ist Ariane Alter. Wir haben vor gut einer Woche schon mal telefoniert. Ich bin von Das schaffst du nie. Und da Sie so kooperativ beim letzten Mal waren, hatte ich die Hoffnung, dass das vielleicht heute Abend noch mal klappt und ich früh Feierabend machen kann, um ganz ehrlich zu sein. Und was stand drin? Ah, sehr gut. Und könnten Sie da vielleicht eine Verbindung zu schaffen? Ah, schade. Schade. Und haben Sie da vielleicht eine Ansprechperson, die mir weiterhelfen kann? Na gut, dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend und eine schöne Veranstaltung. Dankeschön, tschüss. Der hatte so keinen Bock, ich hab's gehört.
Ja, also ich glaube, er hat sich daran erinnert, dass er eine Mail schon geschickt hat. Ja gut, das, was der da in der Mail geschrieben hat, dass er nicht telefonieren will, das hat er mir am Telefon nochmal gesagt, dass das stimmte, dass er nicht telefoniert. Und deswegen hat er dann auch ziemlich schnell das Gespräch dann abgebrochen. Mit wem haben wir denn letztens geredet, als wir mit... Oh Gott. Mickey Krause? Mickey Krause? Ja. Hast du dem seine Nummer? Nee, hat nicht Sebastian die, weil er... Auch? Wieso sollte Mickey Krause die Nummer von Olli Pocher haben? Glaubst du echt? Ja, okay, stimmt. Ja. Ja. Sebastian Meinberg hier. Oh. Hallo, hier ist die Mobilbox von Sebastian Meinberg. Wie uncool kann eine Mailbox-Ansage sein? Sebastian Meinberg. Also jetzt wird's sehr schwer. Also manchmal geht man auch sein Telefonbuch durch und denkt sich, wer? Ich habe auch die Nummer von Aurel Merz. Anrufen. Es ist eine knifflige Sache. Und ich sag mal so, die knifflige Sache ist heute. Telefonier doch mal mit Oliver Pocher. Oh Gott. Ja, der braucht jemanden zum Reden, Aurel. Ja, der hätte mal jemanden zum Reden in seiner Kinder gebraucht. Ich glaube nicht, dass du die Nummer von Oliver Pocher... Obwohl, lass mich erst mal fragen. Hast du die Nummer von Oliver Pocher? Nee, aber ich glaube, vielleicht kann ich helfen. So, genau. Deswegen rufe ich dich nämlich an. Gib mir mal 2 Minuten. Okay? Ich gebe dir mal 2 Minuten und du rufst dann einfach zurück. Das wäre natürlich toll. Er hat die Nummer selber nicht, aber meint vielleicht über jemand anderen. Ja, ja. Hallo. Oh, dir? Huch, hallo. Hi. Ich glaube, ich hab's gesehen. Nein! 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 Ja, aber Aurel, halt doch mal jetzt mal ran. Aurel Merz, der gerade auf meinem kleinen Screen ist, hat die Nummer von Oliver Pocher. Nein, also ich hab's nicht. Ich glaube, also ich meine, möglicherweise habe ich sie jetzt. Wie wollt ihr sie? Also wie soll ich sie haben? Schick's Ari privat, dann kriegen wir es nicht mit. Sei gesegnet, ne? Merry Christmas. Du auch. Frohe Weihnachten. Ciao. Tschüss. Let's get it on. Es sind noch 1 Stunde 40. Und wir warten schon seit 5 Minuten. Ich glaube, er hat sich's noch mal anders überlegt. Aurel, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh. Oh. Oliver Pocher. Er muss es selber. Oh, süß. Er muss es selber noch mal abspeichern, wahrscheinlich. Da steht, viel Glück. Aurel Merz schickt dir die Nummer von Olli Pocher. Süß. Da ist sie! Oh Gott! Da steht sogar Oliver Pocher. Ich werd verrückt. Jetzt muss das natürlich auch passen. Das sagt mir ja natürlich keiner. Und außerdem muss der noch rangehen. Heute zu Tisch. Ganz Deutschland ist beim Abendessen. Es ist fast 19 Uhr. Bin ich aufgeregt? Ich glaube ja. Also, rufst du direkt an? Ja. Man darf Leute nicht aufzeichnen, ihre Stimme ohne ihren Willen. Das heißt, Ari muss erst sagen, dass die Kameras laufen und es okay ist, dass sie laut macht. Deshalb, du rufst erst so, verdeckt an. Stopp, ja. Wenn jetzt Oliver Pocher abnimmt, ich mache jetzt so laut wie möglich. Ich muss es hören. Und da muss jetzt jemand abnehmen. Ja, aber es muss für mich erkennbar sein, du musst sagen, hey, Olli, bist du es. Aber frag ihn trotzdem. Für unsere Zuschauer musst du ihn trotzdem fragen. Guten Tag, mein Name ist Anja, Alter, spreche ich mit Oliver Pocher. Alles und? Klar. Brauchst du jemanden zum Reden? Nein! Doch, am Ende schon. Dem geht's schlecht. Nein, es geht mich doch gar nichts an. Du gehst doch nicht auf die Straße und sagst, hallo, wollen Sie Geld haben? Wenn du denen gar nicht Geld geben willst. Ruf ihn an jetzt. WhatsApp-Anruf. Das ist schlecht. Warte. Okay. Ari hat einen WhatsApp-Anruf gemacht. Warte, das ist so schlecht. Du bist wie deine Mutter. Stimmt. Oh Gott, nein. Okay. Jetzt. Guten Tag, mein Name ist Ariane Alter von Das schaffst du nie. Spreche ich da mit Oliver Pocher? Ach, großartig. Wir sind ein YouTube-Format mit knapp 1 Million Follower von Funk. Und es ist ein Challenge-Format. Und ich hatte die Aufgabe, mit Ihnen zu telefonieren und bin sehr, sehr glücklich, dass ich diese Challenge gewonnen habe und wünsche Ihnen eigentlich nur noch einen schönen Abend. Leute, ihr hört jetzt die Stimme von Oliver Pocher nicht, aber ich schwöre auf mein Leben und ich würde Ari niemals gewinnen lassen, wenn es nicht so ist.
Ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört. Am Telefon war Oliver Pocher fucking pissed. Das darf ich leider nicht sagen, weil ich bin nebenberuflich auch sozusagen Journalistin. Aber Sie können sich gerne den Film dazu anschauen. Vielen Dank. Ciao. Olli Pocher ist nicht clever, Olli Pocher ist nicht komisch, Olli Pocher ist nicht ungewöhnlich, er ist nicht ironisch. Warum war er nicht laut? Weil der richtig pisst war. War der pisst? Der war pisst. Echt, was hat er gesagt? Von wem ich die Nummer habe und dann meinte ich, ja, ich bin auch nebenberuflich Journalistin, ich kann Ihnen leider das nicht sagen. Und dann da meinte ich, aber Sie können sich gerne den Film anschauen. Und dann hat der gesagt, auf keinen Fall. Hat er gesagt? Ja. Hat er gesagt? Ja. Auf Wiederhören. Leute, no joke, ich hab's gehört, das war Olli Pocher. Es war Olli Pocher. Und er war, wie auch, Katrin Hummels, not amused. Not amused. Alles klar. Meine Karriere, und was das angeht, gone. Aber ciao. Mir hast es zu verdanken, dass du niemals mit Olli Pocher zusammenarbeiten wirst. Ich meine, ist ja auch gut. Aber da frage ich mich, mit dir arbeiten oder mit Oliver Pocher arbeiten? Ja, komm. Komm, Ari. Naja, charakterlich seid ihr schon auf ziemlich gleichen Level. Nur der eine hat halt wirklich krassen Erfolg und der andere ist so. Und der andere ist Oliver Pocher, Leute! Hey! Hallo! Es ist vorbei! Oh Gott! Danke, danke, danke.